Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Nero. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Yo, hier ist wieder Dark McCrunch und ich freue mich, dass doch du gerade wieder eingeschaltet hast. Und zwar geht ein großes Dankeschön an Ubisoft raus, da die mir dieses Spiel Star Wars Outlaws als Early Access. Ich kann leider dieses Wort irgendwie nicht aussprechen, aber es kommt noch. Ich hoffe, ich habe es nicht allzu schwer ausgesprochen. Auf jeden Fall zur Verfügung gestellt haben und ich bin übelst gehypt auf das Game und das werdet ihr hier auf YouTube sehen und auf TikTok und auf meinem Twitch-Kanal könnt ihr mir da live zuschauen. Wie gesagt, hier seht ihr jetzt, was es so abgeht und ja, freut mich auf jeden Fall, dass auch ihr eingeschaltet habt. Dann wollen wir mal. Also Kamera bewegen ist ja schon mal nice. Aber wir gucken hier immer gerne und untersuchen auch gerne. Ach, mal. Genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Okay. Jetzt also die Schlösser getestet. Ah, da ist noch was. Scanner überprüfen. Der Polizeiscanner ist ruhig heute. Hoffentlich bleibt es so. Okay, keine Polizei. Ach, wir brauchen richtiges Essen. Alles klar. Wir brauchen richtiges Essen. Wo ist das Geld? Okay, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten. Aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Healer
im Arbeitsviertel gefragt und du hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. Sneem. Das ist ja schon mal relativ nice zu wissen, dass wir auf jeden Fall sehr viele Schulden haben. Aber interessant. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal hier raus. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Das ist hier. Hier geht's nicht. Ja, ich komme ja mit. Aber es interessiert mich alles. Was da hängt, okay. Sieht auf jeden Fall nice aus. Das ist auf jeden Fall hier eine Bar. Okay. Wenn ich gewinne, kaufe ich mir was gleich bei der Rennstrecke. Der zerbrochene Ruf. Okay. Was gibt's hier? Okay. Sieht interessant aus. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der 6. Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der 6. Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. So, interessant, interessant. Ist hier irgendwas in der Rennen? Man kann mitwetten. Ich will einmal wetten. Ich will einmal wetten. Die Menge tobt! Rassmusser, Kant und Schawasser, nun geht unter. Die Tribünen sind gefüllt! Ich würde sagen, schlecht. Das sollte klappen. Also gut. Komm schon. Komm schon. Let's go, komm. Und. Komm schon. Ah. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Die Hälfte. Komm. Ah, der überholt zu früh. Komm. Jetzt gib Gas. Oh, Orange. Die Siege stehen fest. Ich fass es nicht. Oh, schade. Einfach mal verkackt. Naja. Kann ich alles haben. Aber auf jeden Fall cool, dass es hier auf jeden Fall sowas gibt. Musikbox. Nix. Gefällt dir das hier? Naja. Irgendwie ging da jetzt nichts. Also hier geht's hier wieder zurück. Da geht's auch zu etwas. Also, es geht hier. Ah, hier geht's raus, okay. Interessant.
Feuerwerk. Nice. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten aus dem Safe. Mit etwas Glück kommen wir damit auf ein Shuttle zu den Kernwelten. Das hört sich eigentlich relativ nach einem Plan an. Aber ich möchte noch ganz kurz in die Küche, weil mein Kleiner hat ja noch Hunger. Ist das nicht etwas zu viel Bunter-Gewürz? Soll ich mal für dich probieren? Vergiss es, Kay. Mir egal, was Bram sagt. Schnor dich irgendwo anders durch. Okay. Alles klar, hier gibt es also nichts zu essen. Hallo. Okay, hier passt es auch. Kann man noch die Kredite einsammeln? Nee. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter. Let's go. Der Canto Cup war gut für mich. Hab am Quartiertisch die Miete für 3 Monate gewonnen. Erstmal streichen. Wir kriegen was. Wir kriegen was zum Essen für dich, nix, ne? Was ist hier drüben? Hier gibt's doch bestimmt was. Energiezellen, okay. Also wir brauchen auf jeden Fall hier. Was bist denn du für ein süßes Ding? Ah, nicht schlecht. Okay. Abenteuerfritte. Viel los heute. Kann man hier Pause machen, so wie es aussieht. Das ist echt nice gemacht, muss ich sagen. Wir wollen ja weiter. Was geht hier? Hier ist wieder zugesperrt, okay. Kommen wir dem? Nee. Da sind wir gekommen, dann gehen wir gerade hier wieder durch. Da kann man nix, dann geht's da hoch. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Das war ein Visier letztes Jahr, aber jetzt muss ich kein Feuer. Alles klar. Also wie gesagt, Leute, ich will auf jeden Fall dieses Spiel komplett Stuhle machen. Okay, krass. Sieht toll aus. Ich will es halt extrem schön durchlaufen und halt wirklich alles erkunden. Ich feiere das irgendwie. Ah, das sind die Roboter hier. Okay, nice. Moment. Okay. Da kann man nicht mitspielen. Was ist da der Hummer aus? Okay. Jetzt gehen wir hier hoch. Da ist wieder was. Drücke, um das Ziel anzuzeigen. Okay. Okay. Komm mal her. Da muss ich hin. Alles klar. Was willst du? Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich hab eine Stelle in meiner Rohrschrobermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Ja. Die hast du immer, Kay. Ja, die habe ich immer, komischerweise. Die wären auch noch zu was gut. Kay, ich muss dir was geben. Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Huhn, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Okay,
Das ist doch nicht so geil, was der mir sagen wollte.